früher Morgen auf der Schwäbischen Alb. Wir begleiten den Amtsveterinär des Landkreises Reutlingen, Thomas Buckenmeier. Er nimmt uns heute auf einen schwierigen Einsatz mit. Wir kennen einen landwirtschaftlichen Betrieb, der in der Vergangenheit immer wieder auffällig war mit mehr oder weniger schwerwiegenden Tierschutzverstößen. Wir lösen den Tierbestand auf, wir nehmen ihm die Tiere weg. Wir haben ein Rinderhaltungsverbot ausgesprochen und das vollziehen wir heute. Letzte Einsatzbesprechung der Tierärzte, dann geht es los. Wie wird der Landwirt reagieren? Über Jahre hat er Tierschutzauflagen missachtet. Laut der Veterinäre ist der Bauer mit den Tieren überfordert. Immer wieder haben sie auf diesem Hof kranke, verletzte oder tote Kühe entdeckt. Über 50 Rinder werden hier gehalten. Der Landwirt will nicht, dass wir auf seinem Hof drehen. Die Veterinäre dokumentieren jedoch den Zustand der Tiere. Zwei sind verletzt, dieses so sehr, dass es nicht mehr transportiert werden kann. Es wird eingeschläfert. Bei dem Tier haben wir jetzt entschlossen, dass es doch so beeinträchtigt ist, was der Bewegungsapparat anbelangt, dass wir ihm den Transport nicht zumuten. Und deswegen haben wir uns entschlossen, es von seinem Leiden zu befreien. Die Rinder werden nach und nach von einem Viehhändler abgeholt. Was passiert jetzt mit ihnen? Erst vor wenigen Wochen zeigte das ARD-Magazin Plus Minus diese Bilder aus Stade in Niedersachsen. Dutzende kranke Tiere wurden verbotenerweise brutal auf Transporter gezerrt und zum Schlachter gefahren. Warum gibt es so viele verletzte, kranke Milchkühe? Wir treffen einen jungen Mann, der auf dem Hof eines Milchbauern gearbeitet hat. Aus Angst vor seinem früheren Chef will er nicht erkannt werden. Er ist Zeuge von schlimmen Missständen geworden. Zu wenig Platz im Stall. Verletzte und tote Kühe. So wie man sich das vorstellt, dass der Landwirt einen persönlichen Bezug zu jedem Tier hat, der existierte für mich nicht. Der war nicht ersichtlich. Also für den Landwirt waren das alles Geldproduktionsmaschinen. Die mussten nach ihrer Milchmenge wurden die gewertet, nach ihrer Fitness und nach dem, wie viele Probleme sie oft gemacht haben. So sollte man ein Lebewesen nicht behandeln. Hohe Leistung zum Schaden der Tiere. Wir fahren nach Südtirol. Hier in der Nähe von Bozen geht der deutsche Agrarwissenschaftler Matthias Gauli genau dieser Frage nach. Für ihn ist die hohe Milchleistung ein gravierendes Problem. Es gibt relativ eindeutige Statistiken, die zeigen, dass umso höher die Leistung der Tiere ist, umso früher gehen Tiere ab, umso häufiger müssen sie behandelt werden, weil sie einfach auch schwieriger zu halten, zu versorgen, zu füttern sind. Kühe müssen immer mehr Milch geben. Sie werden daraufhin gezüchtet. Im Vergleich zu den 70er Jahren wurde die durchschnittliche Milchmenge pro Kuh bis heute verdoppelt auf 8000 Kilogramm Milch im Jahr. Und das hat Folgen: Euterentzündungen, Stoffwechselprobleme, Klauen- und Gelenkerkrankungen. Zurück auf der Schwäbischen Alb. Amtsveterinär Thomas Buckenmeier besucht einen anderen Bauernhof und zeigt uns, welche Auswirkungen die hohe Milchleistung auf die Tiere hat. Sie sehen, da ist im Endeffekt, da kann man die Rippen zählen, da kann man jeden Knochenvorsprung sehen. Auch da gibt es diverse Unterschiede. Ich weiß jetzt nicht, das wird eine sein mit relativ hoher Milchleistung. Also muss die gesamte Energie, was das Tier aufnimmt, über das Futter, wird quasi hier in die Milchproduktion gesteckt. Und wenn Sie Tiere haben, die 10, 12, manche 14.000 Liter Jahresmilchleistung haben, das kann gar nicht so viel fressen, wie es braucht, um diese Energie aufrechtzuerhalten. Der Bauer erklärt uns, dass ihm die Tiergesundheit wichtig ist und dass er deshalb seine Kühe weniger oft melkt als andere Bauern. Die Zucht der Kühe auf immer mehr Milchleistung hat die Tiere schon rein körperlich stark verändert.
Das Kreuzbein ist deutlich gewachsen und die Kuh ist länger geworden. Und dieser größere Rahmen hängt damit zusammen, dass das Tier mehr Futter aufnehmen kann, infolgedessen auch mehr Milch geben kann. Wir haben viele Landwirte, die mit der hohlleistenden Kuh überfordert werden, weil sie diese Balancierung, diese Ausbalancierung von Haltung, von Fütterung, von Versorgung des Tieres nicht mehr leisten können. Zumal die größeren Tiere in vielen alten Ställen nicht ausreichend Platz haben und sich verletzen, was wiederum oft zu schwerwiegenden Krankheiten führt. Nach aktuellem Recherchestand sind rund 1,7 Millionen Rinder im Jahr aussortiert worden. Viele sind krank oder bringen zu wenig Milchleistung. So das Ergebnis einer Abfrage bei Verbänden der Milchwirtschaft in allen 16 Bundesländern. Tierärzte und Wissenschaftler sprechen sogar von Qualzucht. Auch die Landestierschutzbeauftragte von Berlin. Das würde ich schon als Qualzucht bezeichnen. Das ist ja auch so definiert und auch im Tierschutzgesetz so vorgesehen, dass man von Tieren keine Leistungen abverlangen soll, die sie aufgrund ihrer normalen Physiologie nicht leisten können. Und genau das machen wir. Diana Plange fordert ein Eingreifen der Politik und Leistungsgrenzen in der Zucht. Im Durchschnitt werden Milchkühe statt bis zu 20 nur noch 5 bis 6 Jahre alt. Wir konfrontieren damit die Bundeslandwirtschaftsministerin. Doch Julia Klöckner und ihr Ministerium schieben die Verantwortung auf Anfrage an die Bundesländer ab. Die seien für die Umsetzung des Qualzuchtverbots zuständig. Für Leistungsgrenzen sieht das Ministerium keinen Bedarf. Ich bin entsetzt über die Schamlosigkeit, muss ich sagen, mit der die Politik über diese Zustände hinweggeht. Zurück auf der Schwäbischen Alb. Amtsveterinär Thomas Buckenmeier will jetzt kontrollieren, wie es den Kühen geht, die den Bauern weggenommen wurden. Wie hat der Viehhändler sie untergebracht? Das sind jetzt eben die Tiere, die man auf Klade hat. Die Tiere sind zum Teil verwahrlost, aber unverletzt. Manche waren offenbar noch nie oder schon lange nicht mehr auf der Weide. Die sind jetzt in der frischen Luft, wunderbar, ja, schön. Und wenn die jetzt dann noch auf die Weide dürfen, ist das natürlich ein Traum. Wobei man darf natürlich nicht verkennen, ganz klar, ich meine, die Tiere sind jetzt da, das sind Nutztiere und die werden jetzt dann, sofern sie nicht trächtig sind, werden die geschlachtet werden, das ist so. Ja. Hunderttausende verletzte, kranke Tiere durch schlechte Haltung. Steigende Milchleistung bis hin zu Qualzucht. Das ist der hohe Preis der Milch.